Du weißt, dass ich diese Videos liebe, denn sehe her, wir haben eine neue Immobilie gekauft. Die Zahlen, Daten und Fakten von der neuen Immobilie, ja, die sind bombastisch, wie du schon oben in der Überschrift gesehen hast, gigantisch. So eine Rendite hatten wir noch nie und das ist ein sehr, sehr gutes Investment. Ich möchte dir hier alle Zahlen, Daten und Fakten liefern, wie du mich schon kennst. Und wir legen jetzt einfach mal los, würde ich sagen, okay? So, herzlich willkommen. Eine neue Immobilie und ich freue mich wie immer wirklich sehr, dir das zu präsentieren. Eine neue Immobilie in unserem Portfolio zu begrüßen, ja. Und wir legen jetzt einfach mal los. Ich bin geflasht von diesem Investment und du wirst gleich sehen, warum. Der Ort, ja, ist Efringenkirchen. Hast du wahrscheinlich noch nicht gehört oder du folgst mir bei Instagram. Da habe ich diesen Ort schon ein paar Mal verlinkt, denn wir wohnen hier und hier haben wir eine Immobilie gekauft. Das ist im Landkreis Lörrach. Wir haben ja alle Immobilien in Lörrach oder im Landkreis Lörrach gekauft, außer zwei. Dieser Standort hat sich sehr gut entwickelt hier. Es ist so ein Speckgürtel von Lörrach, kann man sagen. Der Kaufpreis ist 50.000 Euro. Am Anfang wollten sie, glaube ich, 55 oder waren es 60? Keine Ahnung, weiß jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall sind wir, ich glaube, 55 oder sogar 60. Auf jeden Fall sind wir bei 50 gelandet. Meine Frau hat die wieder alleine gekauft. Und 50.000 Euro. Du wirst jetzt an den Quadratmeter sehen, wie groß sie ist. Und zwar ist sie 20 Quadratmeter groß. Zu dieser Immobilie muss man auch sagen, dass sie einen Außenstellplatz hat. Ja, Außenstellplatz. Außenstellplatz ist separat vermietet. Und die Immobilie haben wir von einer bekannten Maklerin bekommen. Also Netzwerk, wie ich dir immer sage, Makler, ja, das A und O. Und deswegen ging auch noch was am Preis, weil sie uns kennt. Und deswegen ging alles so wunderbar. Die Immobilie ist auch nicht online gewesen, ja. Und wie gesagt, wir hatten Zeit zu verhandeln, all die möglichen Dinge, waren guten Kontakt, haben gesagt, was wir wollten und von daher alles wunderbar. 20 Quadratmeter plus Außenstellplatz, da hast du eine Kaltmiete von, also inklusive Außenstellplatz, von 410 Euro. Ja? 20 Quadratmeter. 380 ist die Kaltmiete und 30 Euro Außenstellplatz. Gibt 410 Euro. Das ist eine Rendite von sage und schreibe 9,84%. Und das in einer so guten Lage, Landkreis von Lörrach. Ja. Soll mir einer sagen, dass es nicht funktioniert heutzutage? Ja. Also du siehst, aber bis du da hinkommst, so einen Preis bekommst, ja, wo die Leute sich bis 100.000 hochbieten, weil alles, was unter 100.000 ist, das ist für die Leute ein psychologischer Turbo, dass man da investieren soll. Da spielt die Quadratmeterzahl gar keine Rolle. Ja. Die konnte auch 10 Quadratmeter sein. Alles, was unter 100.000 ist, also fünfstellig, dann macht die Leute verrückt und die bieten sich hoch. Das habe ich hier genug schon erfahren, ja, hier in unserer Umgebung. Und 9,84% die höchste Rendite, wo wir jemals hatten, ja. Bis jetzt, ja. Wer weiß, was noch kommt. Also, wunderbar, also wir sind, also es ist bombastisches Investment. Finanzierung haben wir zu, wie du uns kennst, natürlich 100% gemacht. Und das heißt, Eigenkapital, weil ich ja gerade eben gesagt habe, Maklerin ist dabei, haben wir 10% aus eigener Tasche bezahlt. Zinsbindung, wahrscheinlich kennst du uns auch, wir haben es bis jetzt noch nicht anders gehabt, ist 10 Jahre. Bei den Zinsen. Wenn du dich mit Immobilieninvestments auskennst oder sowas schon mal gehört hast oder dich reingefuchst hast mal, 50.000 Euro, das ist gerade so eine Grenze für die Banken, wo sie nicht gerne eigentlich finanzieren. Bei uns war es kein Problem, aber die finanzieren dann nicht. Das ist so eine Grenze, wo sie sagen, ja, das rentiert sie nicht, wenn sie es halt tun sollen, weil ob sie jetzt 500.000 Euro finanzieren oder 50.000, die haben denselben Aufwand.
aber haben schlussendlich von der 500.000 Immobilie natürlich mehr an Zinsen, was sie verdienen, weil die Summe einfach größer ist. Und das ist halt so ein Richtwert, die 50.000, wo sie sagen, das ist, ja, viele sagen sie auch ab. Ganz am Anfang haben sie bei uns auch abgesagt, ja. Das weiß ich noch. Aber auch diese 55 oder 50.000, ich weiß nicht mehr, aber auch um diesen Dreh, damals, als wir angefangen haben. Deswegen sind die Zinsen auch etwas höher. Der Kaufpreis ist so eine Grenze, ob sie finanzieren oder nicht. Und wenn sie finanzieren, dann wird der Zins automatisch höher. Es war so, dass sie gesagt haben, können wir machen, aber ein Zins von 1,75%. Und ja, wir wollten halt schnell finanzieren, schnell kaufen, haben wir uns überlegt, haben noch einen Vergleich reingeholt und ja, haben gesehen, dass es plus minus ja so ist an Zins, ja, also bei uns zumindest, ja. Und dann haben wir dann nochmal mit ihm, mit dem Banker telefoniert, wegen einer anderen Sache, und er hat gesagt, ah, euch wollte ich jetzt noch sagen, dass der Zins jetzt sich verändert hat, also zum Guten für uns, ja. Davor war 1,75. Und jetzt ist er runter auf 1,61%. Ja. Und da haben sie gesagt, sie brauchen noch Tilgung 2,5. 2% geht nicht. Ja. Sie wollen 2,5 haben. Und ja, dabei ist es auch geblieben. 2,5% Tilgung. Wie gesagt, meine Frau wollte auch. Ich habe gesagt, sie soll... ja, verhandeln, wenn es geht, aber wollte sie nicht, für sie war es okay, 2,5%, also eine Annuität von, ja, ein bisschen mehr als 4%, und du siehst die Rendite, also alles wunderbar. Ein bombastisches Investment, wie gesagt, wie sie an die Immobilie kommt, durch eine bekannte Maklerin, wie ich immer sage, meine Worte, wenn du sie einfach befolgst, dann wirst du erfolgreich, genau, so einfach ist es, kann man einfach zusammenfassen. Mach das einfach, was ich dir sage, bau dir ein Netzwerk auf, was das ist, kauf unter Markt ein und ja, dann kann dich einfach nichts aufhalten. Das ist halt einfach so. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen, ich hoffe, die Zusammenfassung hat dir gefallen, die Zahlen, Daten und Fakten gefallen dir. Das ist immer ein guter Einblick, finde ich, ja, habe ich auch immer selber toll gefunden, und ich hoffe, bei dir ist genauso. Wenn ja, gib gerne einen Daumen hoch, schreib was in die Kommentare, wenn du irgendwas hast, dann kann ich dir gerne das beantworten, darauf eingehen. Ansonsten teile das Video, wenn du jemandem das zeigen willst, dann ja, kannst du es auch gerne teilen. Und auf jeden Fall noch Abo drücken. Nicht die Glocke natürlich noch vergessen, damit YouTube dir immer das neue Video von mir sagen kann, dass es kommt. Sonst musst du dich dran erinnern. Ja. Aber YouTube nimmt dir dann die Aufgabe ab. Ganz wichtig. Also, vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, vielen, vielen Dank für deine Zeit, das ist mir sehr, sehr wichtig, denn in dieser Zeit konntest du auch was anderes tun, hast mir aber zugehört, das freut mich extrem. Ich hoffe, du bist auch wieder im nächsten Video wieder dabei. Bis dahin, alles Gute, dein Matthias Klawiner. Ciao.